Na ja, und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Daddelautomat-Kanal. Ich weiß, es ist schon mehrere Tage, gar Wochen her, dass ich hier was getan habe, aber das hatte diverse Gründe. Zum einen, ich war häufiger unterwegs die letzte Zeit und zum anderen, es gab in den Stores eigentlich soweit nur Shit und hat sich nicht gelohnt, irgendwie so wirklich mal näher anzugucken. Und dann war ja auch noch Release des iPhone 6 und da gab es speziell auch im iOS App Store diverse Apps, beziehungsweise Nicht-Games, die sich die ersten drei Plätze in allen Kategorien geteilt haben, wie Wischtastaturen, wie irgendwelche komischen Reminder-Apps und. Und da dachte ich mir, scheiß nur drauf, warten wir doch einfach mal, bis wieder was Vernünftiges dabei ist. Und das ist jetzt auch endlich passiert, denn ich habe mir jetzt auch meine letzten Tagen den Windows Store natürlich auch mal genauer angeguckt, den Windows Phone Store, meine ich, und da ist etwas passiert. Nicht nur bei den empfohlenen Spielen ist jetzt Asphalt Overdrive dabei, sondern unter den kostenlosen Spielen ist leider nicht auf Platz 1, sondern auf Platz 2 Age of Empires. Ja, tatsächlich findet man es bisher nur im Windows Phone Store. Der für iOS bzw. Android konnte ich es noch nicht entdecken. Aber es gab ja vor einiger Zeit mal eine News, die das bereits schon angekündigt hat, dass es jetzt Age of Empires, also eine Art besseres Clash of Clans geben soll. Und nun ist es soweit. Und zwar Age of Empires Castle Siege hat den Weg endlich in den Windows Phone Store gefunden. Und da dachte ich mir, heute dreht sich natürlich alles um Windows Phone Store. Heute ist es ein Windows Phone Store Check mit Asphalt Overdrive und Age of Empires Castle Siege. So, während Asphalt Overdrive noch lädt, schauen wir uns natürlich Age of Empires an. Und da haben wir Folgendes. Microsoft Studios, 224 Bewertungen bei 3,5 von 5 Sternen. Und mit folgender Beschreibung. Age of Empires Castle Siege lädt dich ein, dein Imperium auf deinem Windows-PC oder einem Touchscreen-Gerät durch das Mittelalter zu führen. Wähle eine von mehreren Zivilisationen, darunter Bretonen, Teutonen und Kiefer Rus. Verbessere deine Festung, befestige deine Mauern und bilde Verteidigungstruppen aus, um dich vor Plünderern zu schützen. Trainiere dann eine Armee, um andere Städte zu überfallen, kommandiere sie in der Schlacht und vernichte sie die gegnerische Verteidigung. Also im Laufe der Zeit Technologien erforschen, bla bla bla. Age of Empires erfordert zum Spielen Xbox-Anmeldung, Microsoft-Konto, ja. Und wir schauen uns auch mal die Screenshots an. So excited. Okay. Was haben wir denn da? Nahrung, Holz, Stein. Kein Gold? Was? Na, was haben wir noch? Irgendwelche anderen großen Dinger. Schlacht endet in. Und irgendwas mit Pfeilen und Gedöns. Oh, ob das ein Age of Empires sein mag? Ich wage es jetzt anhand der Screenshots einfach mal zu bezweifeln. Was haben wir an den Kritiken? Julius, klasse Spiel. 5 von 5 Sternen. Würdiger Clash of Clans Ersatz für Windows Phone. Wenn nicht sogar noch besser, da es realistischer, umfangreicher und dynamischer ist. Bjarne, am PC sehr gut, auf dem Handy nach der anscheinend sehr langen dauernden Installation, was mir etwas verwunderte. Es ist eine Blabla. Ja, die Installation hat wirklich lange gedauert. Verbindungsfehler am laufenden Band. Bin begeistert. Geniales Spiel. Tolle Synchronisierung zwischen Surface Pro 3 und meinem Smartphone. Uwe, nette Microsoft-Ansetzung von Hugo Troll Wars und Clash of Clans. Einige Verbesserungen, bla bla bla, Michael, das Spiel ist super und so weiter. 169 Megabyte und ein Patch gab es auch schon, das ist die Version 1.0.0.2, wo ein bisschen an der Sprache korrigiert wurde und Fähigkeit Gold vom Marketplace zu kaufen freigeschaltet. Es gibt also scheinbar doch irgendwas mit Gold. Dann lass uns einfach mal gucken, wo ist es? Da ist es, wir tippen drauf und wir starten das Spiel. Oh mein Gott, Age of Empires Castle Siege! Ich bin ja persönlich auch sehr, ich will nicht sagen, gespannt, aber schon ein bisschen nervös und voller Erwartung, wie die das wohl umgesetzt haben könnten. Weil es ist immerhin ein Name Age of Empires, der schon in vielerlei Hinsicht verkackt wurde. Unter anderem durch Age of Empires Online, beziehungsweise der Ansatz war gut, aber das, was daraus auch dauerhaft gemacht wurde, war eher nicht so geil. So. Nach dem Laden sind wir jetzt bei einem Auswahlscreen, wo es da heißt, ihre Zivilisation wählen. Britannia, Franken, Deutscher Orden, Kiefer Rus, Byzantiner oder Sarazenen. Ach, ob das was mit Saraza zu tun hat? Okay, sind wir nochmal langweilig und nehmen den Deutschen Orden. Ein deutscher militärischer Orden, katholischer Kriegsritter, der große Teile des heutigen Ostdeutschlands beherrschte. Hermann von Salza, Konrad von Thierberg, die Abkürzung kenne ich gerade nicht, verdammt. Windrich von Kniprode und Deutschritter. Diese Spezialeinheiten können freigeschaltet werden, wenn sie als Deutscher Orden spielen. Wählen Sie für weitere Informationen eine Einheit aus.
Konrad beschleunigt mit seiner Spezialfähigkeit Belagerungsturm, Belagerungswaffen in der Nähe. Diese Fähigkeit verleiht auch einen Verteidigungsbonus. Die Spezialfähigkeit Schutzwall, Bolzenhagel, Deutschritter. Deutschritter sind die am schwersten gepanzerten Truppen und geben hervorragende Frontsoldaten ab. Okay, gut zu wissen. Annehmen. So epic. Willkommen bei Age of Empires Castle Siege. Führe dein Imperium auf deinem Windows-PC oder einem Touchscreen-Gerät durch das Mittelalter. Verbessere deine Festung und bilde Truppen aus, um dich zu schützen. Führe eine Armee in die Schlacht und überfalle Städte, um deine Gegner zu vernichten. Im Laufe der Zeitalter kannst du Technologien erforschen, berühmte Schlachten miterleben und Helden wie Saladin und Jeanne d'Arc rekrutieren. Okay. Willkommen im ersten Zeitalter der Barbaren. Zu dieser Zeit gipfelten eine Reihe barbarischer Invasionen im Niedergang des Weströmischen Reiches, was Kommunikation und Handel in Europa unterbindet. Zum Schließen antippen. Willkommen bei Age of Empires Castle Siege. Bauen Sie eine Burg, durchschreiten Sie verschiedene Zeitalter und vernichten Sie Ihre Gegner. Gut. Also, vielleicht sollte man dazu sagen, dass das gerade hier auf einem Lumia 630 gespielt wird. Vielleicht ist denn bei manch anderem Windows-Gerät die Auflösung besser, die Grafik besser. Who knows? Ich habe hier nur mein 630 und kann nur hiermit jetzt spielen. So, ich soll hier mal... Oh, nein. Mal draufdrücken. Der Bergfried ist der Schlüssel zum Ausbau Ihrer Burg, aber bevor Sie ihn verbessern können, müssen Sie lernen, Rohstoffe zu produzieren und nutzbar zu machen. Grafisch sieht das Ganze schon volle Dröhnung aus wie Clash of Clans. Und es wird auch vom Ding her wahrscheinlich genau der gleiche Käse sein. Ja, so ziemlich. Ich baue jetzt eine Sägemühle. Ihre Sägemühle wird gerade gebaut, doch wozu warten? Mit genügend Gold können Sie den Bau jedes Gebäudes sofort abschließen. Natürlich, wie immer. Also klicke ich hier auf jetzt abschließen und habe mit einem Gold das Ganze bezahlt. Wo steht eigentlich, wie viel Gold ich habe? Ach, da oben rechts. Okay. Gratulation, Sie haben eine Sägemühle gebaut. Jetzt können Sie Holz produzieren. Hier ist Ihre Goldbelohnung, 5 Gold. Ich muss schon mal sagen, meine Euphorie ist in den Keller gerutscht. Weil ich dachte, dass es vielleicht doch ein bisschen mehr wäre als nur Clash of Clans Reloaded. Alle von ihnen produzierten Rohstoffe müssen gesammelt und in ein Lager gebracht werden, damit sie benutzt werden können. Klar, jetzt wird ein bisschen gefarmt. Großartig, sie haben ihre Rohstoffe gesammelt und in ein Lager gebracht. Hier haben sie etwas Nahrung als Belohnung, 50 Äpfel. Je weiter sie ihre Lagergebäude verbessern, desto mehr Rohstoffe können sie sammeln und das ermöglicht ihren größere und bessere Bauten. Wählen sie Holzlager aus und stufen sie es über Verbessern hoch. Sie müssen ihre Lager verbessern, um mehr Lagerplatz zu haben. 250 Nahrung, heißt Lagerkapazität erhöht sich von 400 auf 1200. Kostet 250 Nahrung. Momentan, okay. Und hier leuchtet wieder das Gold. Natürlich, ich verbessere mit einem Gold, damit das alles nicht so lange dauert. Gut gemacht, Lagerkapazitäten erhöht. Rohstoffen, Imperium, Gold produzieren. Cool, wie geht das? Verbinden Sie Ihre Straße mit den Markierungen der Handelsrouten, um tägliche Einnahmen aus diesen wertvollen Gutes zu erhalten. Cool, wie mache ich das? Wie kann ich eine Straße mit meinen Handels... So? War das jetzt richtig? Jetzt habe ich es nur verschoben. Oder nicht? Wirtschaft, Straße. Oh. Enter. Enter. Nee, raus. Ah, jetzt habe ich mein Kontor verbunden mit einer Handelsroute, die hier ins sonst wo führt. Bis hier ist gezeichnet und danach ist nix. So, und meine Belohnung dafür ist 200 Holz. Oder sind 200 Holz. Ein Gegner marschiert auf ihre Burg zu. Viele Gegner werden versuchen, sie anzugreifen und Rohstoffe zu plündern. Ihre einzige Verteidigungsmöglichkeit ist der Bau von Befestigungen. Yeah, ein erster Geschützturm. Befestigung. Bogenschützenturm. Okay, machen wir einfach hier vorne, was soll's. So, und natürlich auch 5 Minuten warten. Ist doch alles scheiße. Ich bezahle mit Gold. Ihr Bogenschützenturm greift Gegner in Reichweite an. Platzieren Sie die Türme so, dass Sie möglichst viele Gebäude schützen, insbesondere den Bergfried. Ja, ich weiß. Auswahl an Türmen, auswählen, bla, nähert sich. Ihr Turm wird verteidigen. So, wo ist der Gegner? Zeigt mal. Zeige mich, wo ist Gegner, den feg ich vom Tisch. Da, ach, wie sie, oh, guck mal, wie klein, oh, und putzig. Kann man die anklicken? Nee. Ich muss zugeben, das sieht ja wirklich blöd aus. Okay. Also mein Bogenschützenturm schießt jetzt einfach so random drauf und die Gegner verrecken dann einfach, wenn es denen danach ist. Und man hat auch keine Lebensanzeige, die man hinzuschalten könnte. Ach, das ist doch kein Age of Empires. Das ist ja wie Rollercoaster Tycoon für Touch. Das ist ja genauso abgekrüppelt. Ja, man kann selbst Angriffe starten, indem man Heere ausbildet. 300 Nahrung gibt es als Belohnung. Und ich muss jetzt ein
Herrenlager bauen, wie es aussieht. So, neue Truppen, besser, schöner, toller. Kaserne, Truppengebäude haben? Nein. Militär, Heerlager, da machen wir auf die vorgeschlagene Position. Ah, wir machen wieder Gold, ein Gold. Und jetzt werden Gegner, nein, Truppen ausgebildet. Andere Spieler angreifen können, ich weiß. Okay, raufklicken, ausbilden. Wie geht das? So, Kapazität 6. Kann ich die auch dann? Ja. 2, 1, 2, 3 und 3. So, 2 Gold, weil mir das ja wieder zu lange dauert natürlich. Und kann ich dann... Nee, so. Mein Heer ist bereit. Und wo ist mein Heer? Nirgendwo. Auf zum Angriff. Erste Schlacht zur Erleichterung mit meinem großen provisorischen Heer ausgestattet. Um ihre Truppen zu spawnen, wählen sie über die Truppenschaltfläche einen Truppentyp aus. Dann tippen sie den Bildschirm dort an, wo sie Truppen platzieren möchten. Also hier... Laden. Setzen sie ihre Truppen ein. Ja. Das heißt, man muss ja wieder hier raufklicken und dann da und achso, okay. Und den hier. Das heißt, ich kann die dann dahin befehligen. Vielleicht die dann sogar auch. Geht das dann so? Ja. Also geht einfach alle erstmal zum Turm, so aus Prinzip, falls ihr bis dahin nicht schon tot seid. Because I can. Ja, man merkt, dass die Angriffskraft der Truppen ungefähr Furz ist. Und mir fällt auch jetzt gerade auf, dass ich noch Bogenschützen habe und theoretisch mit denen hätte auch den Turm angreifen können, ich Idiot. Aber, obwohl nein, gar nicht wahr, die Reichweite des Turms ist... weit genug. Aber die Bogen haben komischerweise einen viel krasseren Durchschlag als die Schwertkämpfer. Und ein Bogenschütze hat überlebt. Wow. Nee. Oh, hier sind noch welche. Okay, wie geht das denn? Habe ich nicht eigentlich nur 6 gemacht? Ah nee, ich wurde ja provisorisch irgendwie mit mehreren ausgestattet, ne? War das nicht so? Ja, wenn das so ist, dann macht ihr nochmal ein bisschen Schmu. Die greifen den Berghain an. Die können dann auch nochmal mitmachen. Und der Bauernhof da, der ist dann glaube ich auch, der ist ja eh schon im Arsch. So. Lebensbalken der Burg, meine ich, ist fast futsch und gleich ganz futsch. Und jetzt futsch. Ja, Bergfried zerstört. Ein Schätzchen, Truhe erhalten. Muss der Rest jetzt auch kaputt gehen eigentlich? Mann, das nervt. Schlacht abgeschlossen, meine Damen und Herren. Gesiegt, 100%. Wie denn? Ich habe aber Truppen verloren. Achso, das Tutorial, da sind die alle ein bisschen zaghafter. Ach, dieser Ladebildschirm. Ja, andere Burgen anzugreifen und zu plündern ist eine gute Möglichkeit, eigene Rohstofflager aufzufüllen, um Bergfried, um Belohnungstruhe zu erhalten. Okay, sie machen sich großartig, haben sie Belohnung etwas Holz, dankeschön. Bergfried verlassen, wenn sie ihren Bergfried verbessern, können sie Zeitalter weiter und neues Gebäude. Also raufklicken, verbessern, 400 Holz. Dann sind wir Zeitalter 2, Gesundheit steigt und man hat dann neue freigeschaltete Dinge. Und das dauert natürlich 5 Minuten, das ist ja kacke. Also nehmen wir wieder unser teures Gold und sind jetzt im zweiten Zeitalter, dunklen Zeitalter. Die dunkelsten Tage sind vorüber, Kriegsherren nehmen immer größere Gebiete ein, während sich im Osten die neue Religion des Islams weiter ausbreitet. Awesome. So. Verbessern sich die anderen Gebäude dann auch automatisch mit vom Design her? Jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Scheiße. Indem sie Burgen anderer Herrscher besuchen, können sie sehr gut erkunden, wie sie ihre Verteidigung aufgestellt haben und im Kampf vorgehen. Sie können sich Wiederholung von den Angriffen oder Verteidigung ansehen, will ich nicht. Besuchen wir nur den... Okay, na gut. Jetzt gehen wir also zu einer Burg eines Spielers einer höheren Stufe. Ah. Ja, da ist richtig was los, ne? 354.000 Nahrung und dann in Anführungszeichen trotzdem nur so ein kleiner Furzladen hier mit einer Burg, ein paar Dingern und das war's. Das hätte es früher nicht gegeben.
Das hätte es früher einfach nicht gegeben. Da wäre jetzt alles voll hier mit Wäldern und irgendwelchen Goldminen oder weiß nicht, Mühlen, Bauernhöfen. Es wäre, ach, das ist so traurig. Kann man den Speed erhöhen? Ja, kann man. Warum ziehe ich mir das rein? Kann man es nicht ausmachen? Ja, kann man. Naja, ich glaube, hier können wir eigentlich auch aufhören zu erzählen. Es ist vom Ding her eben, wie schon gesagt wurde, ein Clash of Clans für Windows Phone, nur mit dem Namen Age of Empires. Meine Enttäuschung ist groß. Was anderes fällt mir dazu gerade nicht ein, weil ich habe leider mehr erwartet, gerade bei diesem Namen, aber es ist wirklich nur Name und das war's auch. Es hat jetzt mit dem ursprünglichen Spiel überhaupt nichts mehr gemeinsam, muss man einfach so sagen. Tja, das heißt, wir müssen hier gar nicht mehr weitergucken, sondern wir widmen uns, oh guck mal, Dima und Nisi, wir widmen uns direkt Asphalt Overdrive, auch wenn das einige von euch wahrscheinlich schon kennen, aber wir gönnen uns trotzdem den Spaß, würde ich sagen, und schauen uns einfach mal das auf dem Windows Phone an. Vielleicht ist es ja hier auch ein bisschen hübscher, weniger hübsch, performanter oder weniger performant. Zumindest bisher weniger performant. Ja, zumindest auf meinem Lumia 630. Und das braucht noch ein bisschen Megabyte. Ich komme immer noch nicht drüber hinweg, dass das Age of Empires jetzt wirklich so ein einfaches Ding geworden ist. Age of Empires Online war wirklich nett gedacht. Schade, dass da die Server irgendwie, ich glaube dieses Jahr war das, ne? Anfang diesen Jahres, mit diesen Jahres wurden die Dinger zugemacht. Das heißt, da hat man auch keine Chance mehr, wenigstens für sich selbst nochmal oder mit Computergegnern zu spielen. Das heißt, auch wieder so ein Ding, so eine Marke, die keinen grundsoliden, würdigen Nachfolger bieten kann, sondern wo man wirklich auf die ersten Teile zurückgreifen muss, wie bei Rollercoaster Tycoon beispielsweise. Wow, that graphic! So good! Na! Ja, man merkt schon, dass es Unterschiede gibt bei Handymodellen. Aber ja, es ist, wie ihr sehen könnt, eben Asphalt Overdrive. Also für die Grafik jetzt läuft's prima. Also ich würde jetzt nicht sagen, oh ne, das sieht kacke aus, läuft scheiße. Nee, es sieht zwar jetzt nicht so geil aus, aber es läuft tutti. Jetzt kann ich auch hier schön die anderen Autos wegschmashen. Bamsen, wieder rüber. Ah, jetzt so, woo! Und wieder so, woo! Auch wenn wir jetzt gerade nur das Tutorial spielen, es wird ja trotzdem klar, wie es funktioniert. Ich will gerade von der Verzögerung irgendwie wischen und Übernahme auf das Display, beziehungsweise Übernahme in das Spielgeschehen, ist es eigentlich in Ordnung? Also, bewegt sich vielleicht jetzt im Millisekundenbereich, wenn man sagt, ich wische und irgendwie eine 2 Millisekunden später, 3 Millisekunden später, in Anführungszeichen, wird das dann umgesetzt. Aber das liegt dann, glaube ich, auch eher an der Hardware, die dann genutzt wird. Beziehungsweise am Handy, das genutzt wird. Nein, nicht das Auto runterladen, sondern einfach nur ein anderes Auto zeigen. Meine Fresse. Ah, das ist so 80s. So, kaufen 25.000, weil das ist gerade noch das, was man hier übrig hat. Und deswegen ist es jetzt ein schöner Ford Mustang geworden. Ja, awesome Kiste, gute Wahl, Job wartet auf uns, tralala. Und so geht das dann immer weiter und weiter und weiter und weiter. So viel also zum Thema Asphalt Overdrive. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was ist so euer Favorite, obwohl mir fällt gerade auf, das ist auch eine Mischung ein bisschen aus Need for Speed, ne? Need for Speed, Burnout und wie hieß nochmal das dritte? Hieß es nicht auch Sega? War das das? Ach, dammit, ich muss mal bei den klassischen Spielen wieder ein bisschen meinen Kopf reinstecken. Aber so viel meinerseits zum Windows Phone Store Check. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was denn so eure Favorites waren oder sind. Können wir ein bisschen drüber philosophieren. Ansonsten sehen wir uns dann auch endlich dann wieder regelmäßig nächste Woche zu einem neuen Windows Phone Store Play Store oder auch App Store. Check wieder. Awesome. Und Hauptkanal abonnieren, gucken nicht vergessen. Oh yeah.